Ja. Aber ursprünglich hat Prataev das Lied nicht für die Ratte geschrieben, sondern er hat es für ein Tier geschrieben, eine Art XXL-Ratte. Der Biber. Und Dr. Fichelstein wird hiermit zum schnellsten Akustikgitarristen von Europa. Komm mal mit und zieh dir an diese Sauerei. Biber rennen durch das Dorf, ist ja einerlei. Doch du, mein Herr und Veterinär, könntest etwas tun. Die Bauern klagen über Lärm und wollen doch ausruhen. Schrei aus die Köder, dass sie sich nicht mehr so sehr vermehren. Biber rennen durch das Dorf, man kann sich nicht erklären. Schrei aus die Köder, dass sie sich nicht mehr so sehr vermehren. Biber rennen durch das Dorf, man kann sich nicht erklären. Dass sie sich nicht mehr so sehr vermehren. Biber rennen durch das Dorf, man kann sich nicht erklären. Streu aus die Köder, dass sie sich nicht mehr so sehr vermehren. Biber rennen durch das Dorf, man kann sich nicht erklären. Es soll auch Tiere geben. Es soll auch Tiere geben, denen es gut geht. Der Kuh geht's gut! Soll sie noch fressen das gute Gras und wedeln mit dem Schwanze? Ich weiß, die Kühe machen das, darum ich heute tanze. Ich hab schon manche schon geimpft und auch operiert. Die Bauern haben auch geschimpft und haben sich geniert. Ich tanze heute und schwinge die Tasche mit den Medikamenten. Die Heiler vollbekommen rasch, das Blatt tut sich schnell wenden. Und ist die Kuh dann ganz gesund, dann freut sich auch der Bauer. Dann geht es in der Küche rund, die Bäuerin kommt sauer. Gesoffen und der gute Schnaps verheilt hab ich die Kuh. Ich greif der Markt noch an den Schnaps, dann leg ich mich so. Gesoffen und der gute Schnaps geheilt hab ich die Kuh. Ich greif der Markt noch an den Schnaps, dann leg ich mich so. Gesoffen und der gute Schnaps geheilt hab ich die Kuh. Ich greif der Markt noch an den Schnaps, dann leg ich mich so. Gesoffen und der gute Schnaps geheilt hab ich die Kuh. Ich greif der Markt noch an den Schnaps, dann leg ich mich so. Oh. Ah. Ah, vielen, vielen Dank. Jetzt kommt sowas irgendwie wie die Quintessenz aus unserem Programm. Prataev sagt uns, was man braucht als Mann. Einen dicken Bauch braucht man als Mann. Nein, als Mann braucht man Schnaps. Und Weiber. Thank you.
Es war so kalt, es war so dunkel. Das Dorf im Tag lang tief. Nochmal. Es war so kalt, es war so dunkel. Das Dorf im Tal lag tief verschneit. Und man fragt, was kann man machen? In der langen Winterszeit. Zwei Hähnchen, eine Flasche Schnaps am Tag. Und dann kann man alles machen, alles was man machen mag. Und es macht mir große Freude, Schnaps und Weiber, das ist fein. Draußen heult Laurel vor Kälte und manchmal fliegt auch ein Schwein. Und es macht mir große Freude, Schnaps und Weiber, das ist fein. Draußen heult der Wolf vor Kälte und manchmal kriegt auch ein Schwein. Lass sie quieken, lass sie heulen. Lieber Gott, ich dank der Welt. Schnaps und Weiber muss man haben, dann braucht man auch gar kein Geld. Und es macht mir große Freude, Schnaps und Weiber, das ist fein. Draußen heult der Wolf vor Kälte und manchmal kriegt auch ein Schwein. Und es macht mir große Freude, Schnaps und Weiber, das ist fein. Draußen kriegt der Wolf vor Kälte und ein Schwein heult auch ein Schwein, ja. Vielen Dank, ja. Schnaps und Weiber muss man haben. Aber ihr kennt bestimmt auch alle einen, der weder Schnaps noch Weiber hat. Einer ist immer irgendwo, der nicht dazugehört. Der ganz traurig sein Dasein fristet. Und das ist der Arme. Das ist das traurigste Lied der Roschen Doktors. Sitze ich auf einer Bank am Birkenhain, seh der Sonne zu, ein Wander, schließlich wird sie unter Rhein. Steigt Trauer aus.